a call for help from the Lord. Ein Ruf nach Hilfe zum Herrn. Wonderful song. Ein wunderbares Lied. It said, I was glad when I said, let's go up to the house of the Lord. Es heißt, ich habe mich gefreut, als ich hörte, lasst uns hinaufgehen zum Haus des Herrn. For this is the day that the Lord has made. Denn das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. That everything that has breath rejoice in the Lord. Und alles, was Atem hat, möge sich freuen im Herrn. I like to say, I'm glad to be here with you on this holy Sabbath day. Ich möchte sagen, dass ich mich freue, hier bei euch zu sein an diesem heiligen Sabbattag. And one thing that Thilo left out in the interview with me. Und eine Sache, die Thilo ausgelassen hat, als er mir Fragen gestellt hat. I know it was not a deliberate neglect. Das hat er nicht absichtlich gemacht, das weiß ich. But I always need to recognize my bride from my side. Aber es ist immer für mich notwendig, meine Braut aus meiner Seite anzuerkennen. And those who do not know that one, und diejenigen unter Ihnen, die Sie nicht kennen, I like for her to stand up and just wave her da bitte ich Sie mal kurz aufzustehen, mit Ihrer liebevollen Hand zu winken. Let us pray. Just bow our heads. Wir wollen kurz beten, unsere Häupter neigen. Father God in heaven, Vater Gott im Himmel, now as we open up your holy word, wenn wir jetzt dein heiliges Wort öffnen, we invite the presence of thy Holy Spirit, dann laden wir deinen Heiligen Geist ein in unsere Mitte. Father, I ask for a clear mind, Vater, ich bitte dich um einen klaren Kopf and sound speech, und um gute Worte, as well as my brother Johann, auch für meinen Bruder Johannes. Let the hearts be receptive to your living word. Mögen unsere Herzen offen sein für dein lebendiges Wort. And bring about the change we so desperately need. Und schenke uns die Veränderung, die wir so sehr brauchen. In Jesus' name we pray. Wir bitten im Namen Jesu. We have enjoyed our time, amen, thus far. Amen. Wir hatten bisher eine gesegnete, schöne Zeit zusammen. In health, hope and healing. In unserem Seminar Gesundheit, Hoffnung und Heilung. Now we come to the last day of our sharing. Und das ist jetzt unser letzter Tag, wo wir zusammen sind. With these moments we have, we want to study together. Und in diesen Momenten, die wir noch haben, möchten wir zusammen studieren. Not preach, nicht predigen, but study, sondern studieren. And a subject that ties everything in that we've been talking about for the week last for this weekend. Und zwar ein Thema, das eigentlich alles zusammenbindet, worüber wir in der vergangenen Woche gesprochen haben. As I shared this message a couple weeks ago, als ich über dieses Thema auch vor einigen Wochen sprach, in Holland, I think it's only appropriate that we finish up on this morning with that message that I'd like to share with you. Da habe ich gedacht, es ist auch das Beste, dieses Thema für unsere Woche hier als Schlusspunkt zu wählen. In life, im Leben, men and women sind Männer und Frauen are driven by purpose, angetrieben durch eine Motivation, eine Absicht, ein Ziel. No matter what that purpose might be, was auch immer dieses Ziel sein mag. There's something that motivates that individual. Es gibt etwas, was jede Person antreibt. So I want to first of all establish a principle of three D's. Three D's. Und zuerst einmal möchte ich ein Prinzip verdeutlichen, das mit drei D's beginnt. The first D is destination. Das erste D ist die Destination, das Ziel. The next D is direction. Das nächste D ist die Direktion, die Richtung. And the next D is decision. Und das letzte D ist auf Deutsch die Entscheidung. So we have destination. Also wir haben das Ziel. We have direction. Wir haben die Richtung. And we have decision. Und wir haben Entscheidung. That simply means. Und das heißt einfach. Wherever we want to end up, our goal. Wo immer unser Ziel ist, wo wir einmal hinkommen möchten. We'll only be reached by the direction we take. Das erreichen wir nur, wenn wir die richtige Richtung einschlagen. Based on the decisions we make. Und dafür müssen wir Entscheidungen treffen. So if my destination, also wenn mein Ziel is heaven, der Himmel ist, then every step, every move that I take
will lead me in that direction or that pathway or that goal. Dann wird jeder Schritt, jede Bewegung, die ich mache, mich diesem Ziel näher bringen. So in essence, das bedeutet im if Grunde, heaven is my goal, wenn der Himmel mein Ziel ist, so my decisions will be based on the goal I'm pursuing. Dann hängen meine Entscheidungen von diesem Ziel, das ich verfolge, ab. For example, zum Beispiel, before the Lord came into my life, bevor der Herr in mein Leben kam, my goal, war mein Ziel, my destination, meine Absicht, was ich verfolgt was to be, habe, was to be one of the greatest professional basketball player in my time. Einer der größten Profi-Basketballer meiner Zeit zu werden. I was on that pathway. Das war mein Weg, auf dem ich ging. So every decision I made, und jede Entscheidung, was made in light of that pursuit, habe ich mit diesem Ziel getroffen. I remember when my wife and I first met. Ich erinnere mich, als meine Frau und ich uns zuerst trafen. I think we were about 17 years of age. Ich glaube, wir waren etwa 17 Jahre alt. And basketball, und Basketball was my passion, war meine Leidenschaft. And I remember when I made the high school senior team, the high school senior team. You went into it? When I, let me just rephrase so you when I was in is high school, grammar school, elementary school, not college. Yeah. What you have it here? What you call it here? Schule, Gymnasium, there are different types of okay. different levels. Say, what level would be high school here? Gymnasium. Is that like ninth grade, 10th grade? Yeah, it's like up to matric. Okay, all right. Just trying to make sure we're on the same page. Mm. I'm choosing words that you can be, they can be able to understand. Let me just go back. Also, es gibt ein bisschen unterschiedliche Schulsysteme. Let's rewind the tape. In Amerika und Deutschland. Deswegen. Nochmal zurück zu dem Punkt. When I was a young man. Als ich ein junger Mann war. Seeking to play basketball. Und mein Ziel war Basketball spielen. In school. In der Schule. Before college. Und zwar bevor ich anfing zu studieren. And I remember our coach. Ich erinnere mich an unseren Trainer, telling us, der uns sagte, if we're going to be great basketball player, wenn wir einmal berühmte Basketballspieler sein wollen, we must eat, müssen wir essen, sleep, schlafen and drink basketball. Und trinken, und zwar immer Basketball. And so when I got on the team, als ich dann also in das Team kam, I received my uniform, habe ich mein Trikot bekommen. The number was 23. Meine Nummer war 23. And I was so elated that I was able to make the team. Und ich schwebte auf Wolke 7, dass ich es geschafft hatte, in das Team reinzukommen. Because I had a passion for that. Denn ich hatte eine Leidenschaft dafür. And I went home. Ich kam nach Hause. Happy. Glücklich. And when the sun set. Und als die Sonne unterging. And night came. Und die Nacht kam. Time to go to bed. Und ich ins Bett gehen sollte. Instead of putting on my pajamas. Statt dass ich den Schlafanzug anzog. I put on my uniform. Habe ich mein Trikot angezogen. I literally slept in my uniform. Und ich habe tatsächlich in meinem Trikot geschlafen. When I got up the next morning, als ich dann aufstand nächsten Morgen, preparing for school, mich vorbereitete für die Schule, my mother got my attention. She said, "Son, come here." Da rief mich meine Mutter herzu und sagte, and she looked me up and down. Sie schaute mich an von unten bis oben. And she asked, "What is that you have on?" Und fragte, was hast du da an? I said, my basketball uniform. Und ich sagte, das ist mein Basketballtrikot. She said, "Did you sleep in that?" Und sie sagte, hast du darin geschlafen? I said, "Sure." Ich sagte, ja, natürlich. You don't sleep in basketball uniforms. Aber man schläft nicht in einem Basketballtrikot. I told my mother. Ich habe meiner Mutter gesagt, what the coach told me. Was der Trainer uns gesagt hatte. He said, "If I'm going to be a great basketball player." Er hat gesagt, wenn ich ein großer Basketballer sein will. What did he tell me to do? Was hat er denn gesagt? Was you hat er? Remember? Erinnert ihr euch? Eat, sleep and drink basketball. Basketball essen, Basketball schlafen, Basketball trinken. So I couldn't eat the basketball. Also ich konnte den Basketball nicht wirklich essen. So I slept with my uniform. Aber ich konnte in meinem Trikot schlafen. And my mother looked at me like I had somewhat became a little crazy. Meine Mutter guckte mich an, als sei ich nicht ganz bei Trost. She began to interpret what the coach was saying to us. She interpreted that. Und dann fing sie an, das mir auszulegen, zu interpretieren, was der Trainer gesagt hat. She said, "Son." Sie sagte, mein Sohn,
You do not take that literally. Das ist nicht wörtlich zu verstehen. What he was trying to convey to you. Sondern was er euch rüberbringen wollte. You must have a passion for it. Ihr braucht eine Leidenschaft dafür. You must love it. Ihr müsst es lieben. With all your heart. Von ganzem Herzen. The point is this. Und der Punkt ist, there was nothing that I will allow to interfere with my pursuit of being a great basketball player. Ich habe nicht zugelassen, dass irgendwas mir in die Quere kommt in meinem großen Ziel, ein Basketballer zu werden. My wife, meine Frau, before she became my wife, bevor sie meine Frau wurde, when we were friends, als wir befreundet waren, she will like to go places. Da ist sie gerne mal ausgegangen und hat sich bestimmte Orte angeschaut. But if it interfered, aber wenn das nicht passte with my basketball, mit meinem Basketball, it had to wait. Dann musste das warten. She was number two to basketball. Sie war erst die Nummer zwei hinter dem Basketball. Today, heute, she's still number two. Ist sie immer noch Nummer zwei. But not to basketball. Aber nicht hinter dem Basketball. To the God of heaven. Sondern hinter dem Gott des Himmels. My point is this. Mein Punkt ist folgender. Whatever your goal is, was immer ihr Ziel ist, it will dictate. Es wird bestimmen the decisions you make. Die Entscheidungen, die sie treffen. Does that make sense to you? Ist das, macht das Sinn? It will narrow the decisions you make. Es wird die Entscheidungen begrenzen, eingrenzen. If you are focused, wenn man ein Ziel hat, every decision you make, jede Entscheidung, die wir treffen, will be in light of your destination. Wird in Abhängigkeit von diesem Ziel getroffen. I like to challenge us this morning. Und ich möchte uns heute früh herausfordern, that whatever your position in life, dass was immer auch Ihre Position im Leben ist, or belief, oder ihr Glaube. It is a reality. Es ist real, Fakt. The next event that will take place in the history of mankind. Dass das nächste Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Very shortly. Sehr bald. Will be the second coming of Jesus Christ. Die Wiederkunft von Jesus Christus sein wird. No matter what your station of life. Egal wo Sie stehen im Leben. Whatever you pursuing now. Oder was ihr Ziel ist. Is very clear to me, für mich ist es ganz deutlich, that if your life and my life, dass wenn ihr und mein Leben is not possessed by a loving God, nicht bestimmt wird von einem liebenden Gott, it doesn't make a difference. Dann macht es keinen Unterschied. He's coming. Er wird kommen, whether we're ready or not. Ob wir nun bereit sind oder nicht. And the only way we're going to get there, die einzige Möglichkeit, dorthin zu gelangen, from earth, von der Erde to heaven, zum Himmel. Now, heaven, der Himmel, the celestial glories, die himmlischen Herrlichkeiten, is just going to be a temporary place. Das wird nur ein vorübergehender Ort sein. Because this earth, denn diese Erde, made new, wird neu gemacht, should become the home, und dann ist das unsere Heimat, of the redeemed, der Erlösten. And we're not going to be floating around like spirits. Und wir werden nicht irgendwo herumschweben wie Geister. There will be bodies. Wir werden Körper haben. We might not know what they're going to be like. Wir wissen vielleicht nicht, wie die genau aussehen. But if Sindamar is there, if he's there, aber wenn Sindamar da ist, I might not recognize that new body. Dann erkenne ich ihn vielleicht nicht in seinem neuen Körper. But there will be something about him that I will know who he is. We will recognize one another. Vielleicht erkenne ich nicht seinen Körper, aber irgendwas wird an ihm sehen, wo ich sein, wo ich weiß, ja, das ist er. Same way Mary. Genauso bei recognize Jesus. Genauso wie Maria damals Jesus erkennen konnte am Grab, when he spoke. Als er sprach. It is same way those men on their walk to Emmaus. Genauso wie diese Männer, die nach Emmaus gingen. And when Jesus was in the midst of them. Und als Jesus in ihrer Mitte war, explaining the scriptures, und er legte ihnen die Schrift aus, die Bibel, and then he went on to sit at a table. Und dann ging es weiter und sie setzten sich gemeinsam an einen Tisch. Prior to that, they didn't know who he was. Aber bis zu dem Zeitpunkt wussten sie nicht, wer er war. Till he broke that bread. Bis er das Brot brach. They recognized who he was. Und dann erkannten sie ihn wieder. Oh, heaven is a real place. Oh, der Himmel ist ein realer Ort. The word Bible simply means, das Wort Bibel bedeutet einfach believers instruction before leaving earth.
Das ist die Anweisung für Gläubige, bevor sie die Erde verlassen. The only way we're going to get from earth to heaven. Der einzige Weg. We need a road map. Von der Erde zum Himmel führt über eine Karte. And this is the road map. Und das ist diese Karte. This is how we make decisions. Eine Straßenkarte, die die Grundlage unserer Entscheidung ist. Based on God's word. Gottes Wort. The Bible tells us in Jeremiah 17:5. Die Bibel sagt uns in Jeremia 17 Vers 5. If you want to be cursed. If you want to be cursed. Wenn du verflucht sein willst, trust man. Dann traue auf Menschen. Jeremiah 17:7. Jeremia 17 Vers 7. If you want to be blessed. Wenn du gesegnet sein willst, trust God. Dann traue auf Gott. If you want to be cursed. Wenn du verflucht sein willst, trust Dr. Jackson. Dann vertraue Dr. Jackson. Amen. Amen. Trust the preacher. Vertraue dem Prediger. Mm-mm. Trust God. Nein, vertraue Gott. This is His word. Das ist sein Wort. Don't trust no man. Vertrauen Sie keinem Menschen. Unless he points you to the word. Es sei denn, er weist Sie auf das Wort hin. If he cannot point you to the word, aber wenn er das nicht kann, you don't trust him. Vertrauen Sie ihm nicht. Does that make sense to you? Verstehen Sie? This is your road map. Das hier ist die Straßenkarte. This is your GPS. Das ist unser GPS. God's Gottes position system. Das ist GPS, Gottes Positionierungssystem. Are you with me? Verstehen Sie? Trust the word. Vertrauen wir dem Wort. So with the time we have, let's look at a study here. Schauen wir uns ein Studium an. Because in this celestial glory. Denn in dieser himmlischen Herrlichkeit. We call it the Orion. Wir nennen es den Orion. Pretty soon. Sehr bald. Pretty soon. Sehr bald. The King of Kings. Wird der König der Könige. And the Lord of Lords. Der Herr der Herren. Is coming through. Durch diesen Ort kommen. Scientists. Wissenschaftler. Already. Is saying that this hole sagen schon heute, is getting bigger and bigger and bigger. Diese Öffnung im Orion immer größer wird und wächst und wächst. Even nature, sogar die Natur, is crying out. Ruft, schreit. Devastations of floods all over. Danach, denn überall gibt es Verwüstung, Fluten. The United States have witnessed the most devastating floods in all of its history. Die Vereinigten Staaten haben einige der verheerendsten Überflutungen erlebt in der ganzen Geschichte. The very state which I live in. Der Staat, aus dem ich komme, in dem ich lebe. Flood closed down the state for weeks. Kam eine Flut und wochenlang ging nichts mehr seinen geregelten Gang in dem Staat. Houses floating down the highway. Häuser, die Straßen hinuntergeschwemmt wurden. Earthquakes and tornadoes in diverse places. Erdbeben und Tornados an verschiedenen Orten. We call it birthing pain. Wir nennen das die Geburtswehen. It's just like a woman about ready to bring forth a child. Es ist wie eine Warnung, eine Ankündigung, dass jetzt ein Kind kommen wird. The pain gets closer and shorter and closer. Die Schmerzen kommen immer kürzer und in kürzeren Abständen. The earth. Die Erde. Is in birthing pains. Ist in Geburtswehen. America is financially broke. Ist finanziell am Ende. And she is the world power. Und Amerika ist die Weltmacht. But she's broke. Aber sie ist pleite. But she is the one. Sie ist die Macht. Will bring forth this crisis throughout the world. Die letzte Weltkrise hervorbringen wird. Floods here. Fluten hier in Nürnberg. Nature is crying out. Die Natur schreit aus. Immorality. Unmoral. Has reached its peak. Ist an einen Spitzenpunkt gelangt. The family, the sacredness of the family. Die Familie, die Heiligkeit der Familie. Has been destroyed. Wird zerstört, ist am Ende. When laws are passed. Wenn Gesetze erlassen werden. That same-sex couples can marry. Dass gleichgeschlechtliche Ehen gestattet sind. And bear children or raise children. Und dass sie sogar Kinder aufziehen dürfen. It is a blow to the family. Dann ist das ein schwerer Schlag gegen die Familie. The same person that I need as a sinner is the same person that a person who is a homosexual. God loves them, but he wants to save them. Aber diese Menschen, auch die Homosexuellen, brauchen
denselben Erlöser, den ich brauche. Denn Gott liebt sie genauso wie mich und möchte sie genauso retten. Crime is increased. Es gibt mehr Verbrechen. Children killing parents. Kinder, die ihre eigenen Eltern töten. Parents killing children. Eltern, die Kinder umbringen. But if we dwell on those things, und wenn wir uns diese Dinge vor Augen malen, it's enough to cause us to go into suicidal mindset. Dann reicht das schon, um uns fast an den Rand des Selbstmords zu treiben. Is there any hope? Gibt es überhaupt noch Hoffnung? Oh yes, there is hope. Oh ja, es gibt Hoffnung. One day soon. Eines Tages. The clouds gonna burst open. Bald werden die Wolken aufbrechen. And all of heaven. Und der ganze Himmel. Gonna be empty. Wird leer sein. To come to receive his very own. Denn er kommt, um die Seinen zu holen. In the book of Romans chapter 12. In dem biblischen Buch Römer 12. Verse 1 and 2. Vers 1 und 2. Paul speaks. Dort spricht Paulus. He said, I beseech ye, brethren. Und er sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, by the mercies of God, durch die Erbarmungen Gottes, that you present your bodies a living sacrifice, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, holy and acceptable Opfer, heilig, Gott wohlgefällig, which is your reasonable service, was euer vernünftiger Gottesdienst and ist. Verse 2. Und Vers 2. Notice what it says. Was sagt er dort? And be not conformed to this world. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. But be ye transformed by the renewing of your mind. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. And within that text, in diesem Text, the Bible tells us why we need a renewed mind. Erklärt die Bibel uns, warum wir einen neuen Sinn brauchen. It says that we might be able to prove. Denn es heißt hier, damit ihr prüfen könnt, what that is good, was der gute, an acceptable and perfect will of God, und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. We need a clear mind. Wir brauchen einen klaren Verstand, to be able to distinguish the voice of God from all other voices in this world. Damit wir die Stimme Gottes unterscheiden können und erkennen neben all den anderen Stimmen in der Welt. Do you believe a clear mind is important? Glauben Sie, dass ein klarer Kopf wichtig ist? You cannot function correctly without a clear mind. Wir können überhaupt nicht richtig funktionieren, wenn wir keinen klaren Kopf haben. You cannot make healthy decisions without a clear mind. Ohne klaren Kopf können wir keine gesunden Entscheidungen treffen. So a clear mind. Also ein klarer Sinn. Is indispensable. Ist unverzichtbar. In the life of a Christian. Im Leben eines Christen. Or even a non-Christian. Oder auch im Leben eines Nichtchristen. So why should we have a clear mind? Warum brauchen wir diesen klaren Kopf? Because I want to know, be able to know, damit wir wissen können, the perfect will of God, verstehen können, was der vollkommene Wille Gottes ist. I want to be able, ich möchte, to appreciate, wertschätzen können, the goodness of God, wie gut Gott ist. I want to be able to worship Him, ich möchte ihn anbeten können, rightly, und zwar richtig. I want to be able to receive from Him. Ich möchte ihn gerne von ihm empfangen können. That I might be able to give to others. Damit ich wieder anderen weitergeben kann. That's the purpose of living. Denn das ist der Zweck des Lebens. Is to bless others. Es ist, anderen zum Segen zu sein. And not to live to yourself. Und nicht nur für sich selbst zu leben. That is the very person of God in a man. Das ist der persönliche Gott in Form eines Menschen. So what I want to study with you briefly. Was ich kurz mit Ihnen studieren möchte. Since we've been talking about health, those of us been attending the Health, Hope and Healing Seminar. Da wir ja in dieser Woche, wenn Sie dabei gewesen sind, die ganze Zeit über Gesundheit gesprochen haben. I want to talk about health and spirituality. Ich möchte über den Zusammenhang sprechen zwischen Gesundheit und geistlichem Leben, Glauben. Because the Bible tells us, which we are all familiar, those who study. Denn die Bibel sagt uns, und einige werden es kennen, in 1. Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. In 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. You know it by heart, probably. You know it by Sie kennen memory. Sie kennen das vielleicht auswendig. The Bible says that we are the temple of the living God. Die Bibel sagt uns, dass wir der Tempel des lebendigen Gottes sind. That we were bought with a price.
Und dass wir erkauft worden sind mit einem Preis. Therefore we shall glorify God. Und deswegen sollten wir Gott verherrlichen. In our body. Mit unserem Körper. And in our spirit. Und mit unserem Geist. So the Bible tells me. Die Bibel sagt mir also. I do not belong to myself. Ich gehöre nicht mir selbst. I was bought not with caffeine. Ich bin erkauft worden, nicht mit Koffein. Or sugar. Oder Zucker. No alcohol. Auch nicht mit Alkohol. But I was bought with the precious blood of a God who became man. Sondern ich bin erkauft worden mit dem kostbaren Blut eines Gottes, der Mensch geworden ist. For God commended his love towards me. Und Gott hat seine Liebe mir geschenkt. While I was yet a sinner. Als ich noch Sünder war. Oh, what manner of love. Was für eine Liebe. That God bestowed upon those who are called the sons of God. Die Gott denen beweist, die er Kinder Gottes nennt. And 1 Corinthians 3:17. Und 1. Korinther 3, Vers 17. Since God has made us as a temple. Heißt es, Gott hat uns als Tempel geschaffen. He said that whoever defiled this temple. Und er sagt, wenn jemand diesen Tempel verschmutzt, verdirbt. He will destroy. Den wird er vernichten. It is not God's nature. Es ist nicht Gottes Natur. To destroy his people. Etwas sein eigenes Volk zu vernichten. It is sin. It is sin that God hates. Es ist die Sünde, die Gott eigentlich hasst. It is just like cancer. Das ist wie Krebs. In the body. Im Körper. If the cancer is not removed. Wenn der Krebs nicht entfernt wird. What would happen to the body? Was passiert dann mit dem Körper? It will destroy. Er geht zugrunde. It's like sin. Das ist das Gleiche mit der Sünde. If it's not removed. Wenn sie nicht entfernt wird, it will be destroyed. Wird sie uns vernichten. It is not God's will. Das ist nicht Gottes Wille, to destroy his children. Dass seine Kinder vernichtet werden. Hellfire, Hagel, Feuer, was not intended for you and I. Feuerhagel, das war nicht für uns gedacht. Hellfire. Okay. Dankeschön. Hellfire is not intended for das you and I. Höllenfeuer, das war nie für uns gedacht. It's intended, sondern for the fallen angels. Für die gefallenen Engel. God wants to spend eternity with us. Gott möchte mit uns die Ewigkeit verbringen. He hates sin. Er hasst die Sünde. Sin separates us from a loving God. Die Sünde trennt uns von diesem liebenden Gott. Bitterness. Bitterkeit. Anger. Wut. Resentment. Groll. Adultery, Ehebruch, lying, Lügen, stealing, Stehlen. Even a man with just common sense. Und selbst Menschen mit gesundem Verstand. Know those things do not bring joy and happiness. Wissen, dass das Dinge sind, die nicht Glück und Zufriedenheit bringen. So God, also Gott, love us. He loves us, and he gave his life for us. Gott ist Liebe. Und er hat sein Leben für uns geopfert. But he loved us more, aber er liebt uns umso mehr, that he will not keep us the way we are. To keep us the way we are. Und seine Liebe zeigt sich noch mehr darin, dass er möchte, dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. So let's go into the word of God. Gehen wir in Gottes Wort. In the book of Isaiah 43:1. Im Buch Jesaja, Kapitel 43, Vers 1. The last part of that scripture. Und zwar der Schluss des Verses. God declares, da sagt Gott, thou art mine. Du bist mein. Patten. It's patent. That means God has a special right. Das ist wie ein Patent. Gott hat das Recht auf uns. So what does health has to do with salvation? Was hat jetzt Gesundheit zu tun mit Erlösung? Hold on a minute. Augenblick mal. Let's explain salvation. Erklären wir erstmal, was Erlösung ist. So you and I think, wenn Sie und ich denken, that this American has come here, dass dieser Amerikaner hierher gekommen to tell ist, you, um Ihnen zu sagen, in order for you to be saved, was Sie tun müssen, um erlöst zu werden, you have to eat right, und dass er dann sagt, dazu müssen Sie richtig essen or drink right, oder richtig trinken or dress right, oder sich richtig anziehen. So let me just clarify something very quickly. Dann möchte ich doch noch etwas klarstellen schnell. In the book of Revelation chapter 13 verse 8. Im Buch Offenbarung Kapitel 13 Vers 8. The Bible says. Sagt die Bibel. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. That was slain. Das erschlagen wurde. From the foundation of the world. Von Grundlegung der Welt an. Salvation. Erlösung was not an afterthought.
Salvation was not an afterthought. Erlösung hat Gott sich nicht erst nachträglich ausgedacht. Salvation, Erlösung, was planned, war geplant, before the world was created. Noch vor der Erschaffung der Welt. For God foresaw, denn Gott hat es vorausgesehen, this virus, diesen Virus, called sin, namens Sünde, would come into existence. Dass er auftauchen würde. And he had a plan. Und er hatte einen Plan. Already in place. Der war schon parat. Oh, what a loving God. Was für ein liebevoller Gott. Before there was sin. Bevor es noch Sünde gab. So salvation. Erlösung also. Was already in existence. Existierte schon. Before you and I came in existence. Noch bevor Sie und ich. Before angels came in existence. Lebten, noch bevor es Engel gab. Are you with me so far? Können Sie mir folgen? So as soon as there was sin. Also sobald die Sünde auftauchte, there was salvation. War auch schon Erlösung da. When Adam and Eve separated themselves from a loving God. Als Adam und Eva sich trennten von diesem liebenden Gott. And when God said prior to them partaking of that fruit of the tree of knowledge of good and evil. Und als Gott ihnen vorher schon sagte, wenn sie von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen, he warned them. Da hatte er sie gewarnt. He said, when you do that, when you eat of that fruit, er sagte, wenn ihr das tut, wenn ihr die Frucht esst, you shall surely die. Dann sollt ihr mit Sicherheit sterben. Did God meant what he said? Hat Gott das wörtlich so gemeint? So when they partook of that fruit, als sie diese Frucht nahmen, the only reason, dann war der einzige Grund, that they did not die immediately, dass sie nicht auf der Stelle starben, because of salvation. Die Erlösung, was already in place. Weil sie bereits da war. Are you following me? Verstehen Sie? And man had nothing to do with that. Und der Mensch hatte daran gar keinen Anteil. So are you clear? Ist es Ihnen klar? Where I'm at with this salvation. Was ich meine mit Erlösung. Let's go a step further. Gehen wir einen Schritt weiter. Question. Frage. When can Jesus come? Wann kann Jesus kommen? I've been a true Christian, I would say, by God's grace, for 30-something years. Ich bin ein wahrer Christ, darf ich sagen, durch Gottes Gnade, seit über 30 Jahren. And prior to my true conversion experience over 30 years ago, und vor dieser wahren Bekehrungserfahrung vor über 30 Jahren, I was in a church, war ich in einer Gemeinde, and I remember my mother, und ich erinnere mich an meine Mutter, telling me, die mir sagte, Son, mein Sohn, I think I was 12 years of age. Ich glaube, ich war etwa 12. She said, Jesus is coming soon. Sie sagte, Jesus kommt bald. And you need to be ready. Und du musst bereit sein. I said, what should I do to be ready, Mom? Ich sagte, Mama, was muss ich denn tun, um bereit zu sein? You need to be baptized. Du musst dich taufen lassen. So I was baptized. Also ließ ich mich taufen. I did not know Jesus. Aber ich kannte Jesus nicht. I did not have a relationship with him. Ich hatte keine Beziehung zu ihm. All I knew, in order for me to be saved, alles was ich wusste, wenn ich gerettet werden will, I need to be baptized. Muss ich mich taufen lassen. That could be some of our experience today. Vielleicht haben einige hier dieselbe Erfahrung. And that when I was 12 years of age. Und damals war ich 12 Jahre alt. 51 years later. 51 Jahre später. At the age of 63. Im Alter von 63. Going on 64. Und ich bin auf dem Weg zur 64. Jesus is not here. Ist Jesus immer noch nicht gekommen? 2 children. 2 Kinder habe ich. 6 grandchildren. 6 Enkel. My oldest grandchild. Und mein ältestes Enkelkind. The only grandson. Der einzige Sohn, Enkelsohn. Is 15 years of age. Ist schon 15 Jahre alt. My friends, meine Freunde, I'm praying, ich bete, working hard with the Lord, und ich ringe schwer mit dem Herrn, that I will not be, dass ich nicht a great grandfather, noch Urgroßvater werde. I don't know if you understand what I'm saying. Verstehen Sie, was ich sagen will? Not that I'm anti-children, nicht, dass ich keine Kinder mag. I'm ready to go home, sondern ich bin bereit. What about you? Nach Hause zu gehen. Wie geht es Ihnen? Are you with me out there? Verstehen Sie? When can Jesus come? Wann kann Jesus kommen? It's not the fact we're waiting on Jesus. Es ist nicht eigentlich der Punkt, dass wir auf Jesus warten. He's waiting on you and I. Sondern er wartet auf Sie und mich. In the book of Psalms 102. In Psalm 102. Verse 16. Vers 16. Here's the answer. Ist die Antwort. When the Lord, wenn der Herr, shall build up Zion, Zion aufbaut, he shall appear
in his glory. Dann wird er in seiner Herrlichkeit erscheinen. Now follow me. Jetzt folgen Sie mir. Zion. Zion. What is Zion? Was ist Zion? Well, you can write down a few texts. Vielleicht können Sie einige Texte aufschreiben. Time won't allow us to get to all these texts. Denn wir haben nicht genug Zeit, die alle aufzuschlagen. In the book of Hebrews, chapter 12. In Buch Hebräer, Kapitel 12. You begin at verse 22. Ab Vers 22. It defines Zion. Da wird Zion definiert. The church. Es ist die Gemeinde. The church of the firstborn. Die Gemeinde der Erstgeborenen. Zion is the church. Zion ist die Gemeinde. Now, a question. Jetzt eine Frage. Is this building the church? Ist dieses Gebäude die Gemeinde oder die Kirche? Pray before you answer now. Is this building the church? Ist dieses Gebäude die Kirche? Nein. Only a few folks, I mean. Nur einige. So is that true? Also stimmt das? This building is not the church. Dieses Gebäude ist nicht die Gemeinde, sicher? You sure? Sicher? So what is the church? Also was ist dann die Gemeinde? The people. Die Menschen. The people. Amen. Amen. So the people, the church, comes to a building to fellowship. Also die Gemeinde, die Menschen kommen zu einem Gebäude, um anzubeten. Most people say, listen what people say. Die meisten Leute sagen Folgendes. You ask them. Man fragt sie. In regards to worship and church. Über Gemeinde und Gottesdienst. And you see them on maybe Sabbath or Sunday. You see them on Sabbath or Sunday. Und man sieht sie dort vielleicht am Samstag oder am Sonntag. And you ask them, where are you going? Und dann fragt man sie, wohin gehen Sie? They say, I'm going to church. Und dann sagen sie, ich gehe in die Gemeinde oder in die Kirche. You go into church. Ihr geht in die Kirche. But I thought the building is not the church. Aber ich dachte, das Gebäude ist gar nicht die Kirche. The building is only a place that God has set aside for the church to fellowship. Die Gebäude make ist, sense? Das Gebäude ist nur ein Ort, den Gott dafür bestimmt Zion hat, dass die Gemeinde dort zusammenkommt. Are the people who worship God. Zion, das sind die Menschen, die Gott anbeten. Another text. Ein weiterer Text. Revelation 14:1. Offenbarung 14:1. John saw the church. Gott sieht dort die Gemeinde. Standing on Mount Zion. Und sie steht auf dem Berg Zion. He called them 144,000. Und er nennt sie die 144,000. So when can Jesus come? Also wann kann Jesus kommen? For those who might be familiar with this particular book, I like to quote from it. Vielleicht kennen einige dieses Buch. Ich möchte daraus kurz zitieren. That I believe was inspired. Und ich glaube, dass es inspiriert ist. It's a book called Christ's Object Lesson, page 69. Es heißt Christi Gleichnisse. Notice what this statement says. Und wie steht es hier auf Seite 69 im Englischen? When the character of Christ, wenn das Wesen Christi, sein Charakter, should be perfectly reproduced in his people, vollkommen reproduziert ist, also nachgeformt, nachgebildet in seinem Volk, then he shall, or he will come to claim them as his own. Dann wird er kommen und sie als die Seinen in Anspruch nehmen. So the question. Also die Frage. When can Christ come? Wann kann Christus kommen? Based on what we just read. Nach dem, was wir gerade gelesen haben. Speak to me. Was ist die Antwort? When what? Wenn was passiert? When he sees, wenn er sieht, a picture of himself, in uns ein Bild von sich selbst, in me, in mir, in you, in ihnen, he's ready to come. Dann ist er bereit zu kommen. When he can see a forgiven heart, wenn er sehen kann, dass wir vergeben. When he can see courtesy and kindness, wenn er Höflichkeit sehen kann, Freundlichkeit. When he can see trustworthiness, wenn er Vertrauenswürdigkeit sieht. When he can see his attributes in me, wenn er seine Eigenschaften in mir sieht. He can trust me in heaven. Dann kann er mir vertrauen, auch im Himmel. He's not waiting on more buildings. Er wartet nicht darauf, dass wir noch mehr Kapellen bauen. He's waiting on a people. Er wartet auf ein Volk. That reflects his character, das seinen Charakter widerspiegelt, und zwar völlig. He's looking for men and women, er schaut nach Männern und Frauen aus, who are true to principle, die grundsatztreu sind, as a needle to a pole, so wie die Nadel zum Pol zeigt. Men and women, Männer und Frauen, that cannot be bought,
or so, die man nicht kaufen oder verkaufen kann, who will not compromise truth, die die Wahrheit, bei der Wahrheit keine Kompromisse eingehen. Husbands who are faithful to their wives, Ehemänner, die treu sind ihren Frauen. Wives who are loving to their husband, Frauen, die ihre Männer lieben. Children who reverence and respect their parents, Kinder, die ihre Eltern ehren und achten. That's what God is waiting for. Darauf wartet Gott. Makes sense to you? Macht das Sinn? There's two aspects to the plan of salvation. Der Erlösungsplan hat zwei Aspekte. One is redeem. Zuerst mal, es geht um das Erlösen. And the other is restored. Und das andere ist das Wiederherstellen. The redeem part, das Erlösen, simply means to return back to the original. Das bedeutet einfach zurück zum Original, zum Ursprung. Now listen, that is God's part alone. Und divinity. Dieser Teil ist allein Gottes Sache. 6.8 billion people on planet Earth. 6,8 Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde. Have they all been redeemed? Sind die alle erlöst worden? Amen. Amen. John 3:16. Johannes 3, Vers 16. For God so loved the world, Gott hat die Welt so geliebt, that he gave his son for the Jews, damit, dass er seinen Sohn für die Juden gab. For Americans, für die Amerikaner. Africans, für die Afrikaner. Germans, für die Deutschen. No, nein. For the world, nein, für die ganze Welt. Even the most deadly, insane killer upon the face of this earth, und selbst der tödlichste, wahnsinnigste Killer auf dieser Erde, been redeemed, ist erlöst. By the blood of the Lamb. Freigekauft durch das Blut des Lammes. Dieser kleine Planet, die Erde, is the only one, only planet that rebelled against God. Es ist der einzige Planet, der gegen Gott rebelliert hat. It was hijacked. Er wurde gekidnappt. By our Satan. Been Satan, by Satan. Von Satan. And all the passengers on this plane. Und alle Passagiere auf diesem Planeten. Was held hostage. Sind jetzt seine Geiseln. And there was a ransom required. Und da musste ein Preis bezahlt werden, um sie freizukaufen. Who was that ransom? Was war dieser Preis? He came to set the captive free. Jesus, er kam, um die Gefangenen freizukaufen. The next aspect of the salvation plan. Der zweite Aspekt bei der Erlösung is restored. Ist die Wiederherstellung. 6.8 billion people been redeemed. 6,8 Milliarden Menschen sind freigekauft worden. But have they been restored? Aber sind sie wiederhergestellt? No. Nein. God died for us the way we are. Were. Gott ist für uns gestorben, genauso wie wir sind. But he's not going to keep us the way we are. Aber er will nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. You agree with that? Seid ihr da einverstanden? Do you agree? Anybody agree with that? Yeah. And so now he must restore us. Und das bedeutet, er muss uns wiederherstellen. And this is where you and I come in at. Und jetzt haben Sie und ich divinity einen Teil daran. And humanity. Da kommt das Göttliche und das Menschliche together zusammen und es wirkt zusammen. God cannot restore us. Gott kann uns nicht wiederherstellen. Without our cooperation. Ohne unsere Kooperation. He want to return us back. Er möchte uns zurückholen. To his image. Er möchte sein Bild wiederherstellen. Inspiration, inspired writings tells me. Und wir lesen in den inspirierten Schriften. In a book called Education. Es ist ein Buch, es heißt Erziehung. And even if you didn't read the book, und selbst wenn Sie das Buch nicht gelesen haben, the very central theme of the Bible, das zentrale Thema der Bibel, is to restore in the human soul the image of God. Ist es im Menschen, in seinem Inneren, das Bild Gottes wiederherzustellen. From Genesis to Revelation. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. That's what God wants to do. Das ist Gottes Absicht. So with this in mind, let us see, can we speed down the pathway of sacred scriptures. Turn with me to, und behalten wir das und schauen wir mal, was die Bibel noch weiter dazu sagt. Look at Isaiah 43:7. Schlagen wir Jesaja 43, Vers 7 auf. And let's see, can we finally see the relationship between health and the plan of salvation.
Und schauen wir mal, ob wir dort nicht noch mehr verstehen über die Beziehung zwischen Gesundheit und dem Erlösungsplan. Now Isaiah 43:7, the Bible says, in Jesaja 43, Vers 7 sagt die Bibel, even everyone that is called by my name, jeden, der mit meinem Namen genannt ist. Now notice what God said, for I have created him for my glory. Und jetzt kommt es, und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe. So why were you and I created? Also warum wurden wir alle geschaffen? For who? Für wen? For your glory? Für unsere eigene Ehre? For God's glory. Zu Gottes Ehre. You see, before I understood this, und bevor ich das verstanden hatte, my glory was in my ability to run and to shoot basketball. Bestand meine Ehre, womit ich mich gut und stark gefühlt habe, darin, dass ich laufen konnte und den Basketball werfen. That was my glory. Das war meine Ehre. God did not want to share his glory with my glory. Aber Gott wollte nicht seine Ehre zu meiner Ehre machen und He teile. Wanted me to realize the purpose for my existence. Er wollte, dass ich begreife, wozu ich eigentlich da bin. And since I would not listen, aber weil ich nicht hören wollte, and like a loving father, like a loving father, da hat er wie ein liebender Vater, and he wanted to spend eternity with me, er wollte ja die Ewigkeit mit mir verbringen, so he had to get my attention. Also musste er meine Aufmerksamkeit erlangen. So arthritis became, und dann bekam ich die Arthritis, my roommate, und sie wurde zu meinem Zimmerkumpel. It took abiding in my life, und sie hat Wohnung bezogen bei mir. 10 Jahre lang. So no longer I could jump and shoot basketball. Und jetzt konnte ich nicht mehr laufen und Körbe werfen. So God laid my glory. Also hat Gott meine Ehre in the dust. In den Staub gelegt. That his glory. Damit seine Ehre may be revealed. Offenbar wird. So I have traded. Also habe ich jetzt getauscht. A basketball. Einen Basketball. For a Bible. Gegen die Bibel. I have stopped going up and down this hardwood court shooting baskets. The basketball court. Ja, ich habe aufgehört, immer diesen Basketballplatz entlang zu laufen. Now God takes me around the earth court to share the good news. Und jetzt ist mein neuer Platz die ganze Erde, auf dem ich laufe, um die gute Nachricht weiterzugeben. And it's the best job. It's not a job, really. It's not a job. Ist eigentlich nicht ein Job, auch wenn er gut ist. The best life. Es ist das beste Leben. To have. Das man haben kann. The best coach. Der beste Trainer. To be under. Den man haben kann. And his winning record. Und seine Trophäen. Is 1,000 times thousands. Zählen Tausende und Abertausende und Abertausende. He never lost a battle. Er hat noch nie einen Kampf verloren. Retirement? Pension? Out of this world. Gibt's hier nicht in dieser Welt. Turn with me then. Schlagen wir es auf. Let me leave you with this thought. Und mit dem Gedanken möchte ich schließen. Genesis chapter 1. 1. Mose 1. I'm going to talk to you through this. In Genesis chapter 1 verse 26. In 1. Mose 1 Vers 26. God said. Sagt Gott. Let us make man in our image. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Stop. Stopp. Image. Bild. What does the word image mean? Was bedeutet das Wort Bild? Turn with me to the book of Genesis chapter 6. Schlagen wir Kapitel 6 auf im selben Buch. Verse 5. Vers 5, Kapitel 6, Vers 5. Let the Bible explain this word image. Die Bibel soll sich selbst erklären, das Wort Bild. In Genesis chapter 6, verse 5. In 1. Mose 6, Vers 5. The Bible says, and God, Genesis 6, verse 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde. And that every imagination of the thoughts, und dass alles Gebilde der Gedanken seines Herzens of his heart was only evil continually, nur böse den ganzen Tag war. Now, do you see a word there in that passage that you can associate with the word image?
finden wir in diesem Vers ein Wort, das man in Verbindung bringen kann mit Bild. If you have the same rendition that I have, wenn Sie dieselbe Übersetzung haben, ist die Elberfelder hier. If not, that word, wenn nicht, is imagination. Es ist das Wort Gebilde. Deal with thoughts. Was hat das? Das hat was zu tun mit der Vorstellungskraft, dem Gedanken, dem Herzen. Because the Bible says, out of the heart comes the issues of life. Denn die Bibel sagt ja, das Herz ist die Quelle des Lebens. So that word image, das Wort, is associated with thoughts. Das Wort Bild hat also zu tun mit dem Gedanken, die wir bilden, mit unserer Vorstellung. So when God said, wenn also Gott sagt, let us make man in our image, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, he was actually saying, dann hat er eigentlich gesagt, let us make man with a mind like our mind. Lasst uns Menschen machen mit einem Verstand, einem Sinn wie unserem Verstand oder so Sinn. So when God created Adam, als also Gott Adam schuf, out of the dust of the ground, aus dem Erdboden, with this body, mit seinem Körper, we find that the body housed a brain. Da war es so, dass der Körper, dass die Heimat war für ein Gehirn. Is there a difference? Gibt es einen Unterschied between the brain and the mind? Zwischen dem Gehirn und dem Verstand oder Geist? Sinn. Gibt es einen Unterschied? What do you think? Was meinen Sie? Is there a difference between the brain and the mind? Ein Unterschied zwischen dem Gehirn Verstand. For the sake of time, yes. Ja, aus Zeitgründen. There's a difference between the brain and the mind. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Gehirn und dem Denken. The brain. Das Gehirn is structure. Ist Struktur. It's part of the structure of the body. Das ist Teil der Körperstruktur. The mind. Aber das Denken is the function of the brain. Ist die Funktion des Gehirns. Computer. Ein Computer Structure, ist eine Struktur. Software. Aber das Programm, die Software. Do you understand? Verstehen Sie? Brain. Das Gehirn. 3 pounds. Wiegt 1,5 Kilo. 80 billion bits of information is recorded upon every nerve cell in the brain every day. 80 billion. You might can't count that far. Also, 80 Milliarden Bits, Informationsteilchen, werden jeden Tag verarbeitet von einem einzigen Gehirnnerv. The brain, 80% water. Das Gehirn besteht zu 80% aus Wasser. Uses 20 to 25% of oxygen in the body. Es verbraucht 20 bis 25% des Körpersauerstoffs. Every second. Jede Sekunde. Over 100,000 chemical reactions takes place within the brain. Finden über 100,000 chemische Reaktionen im Gehirn statt. Producing thoughts. Und da werden Gedanken produziert. And feelings. Und Gefühle. That's the brain. Und das ist das Gehirn. The brain. Das Gehirn. Houses the mind. Das Gehirn ist das Haus, die Heimat des brain, Denkvermögens. The thoughts. Also die Gedanken. Housed in the brain. Die Gedanken sind zu Hause, befinden sich im Gehirn. So finally, what then is the relationship between health and salvation? Also, was bedeutet das dann letztlich für die Beziehung zwischen Gesundheit und Erlösung? We serve God. Wir dienen Gott. With our mind. Mit unserem Sinn. Romans 7:25. Römer 7, Vers 25. If the mind, wenn unser Sinn is not clear, nicht klar ist, we cannot serve God. Dann können wir Gott nicht dienen. What is the house for the mind? Denn wo befindet sich der Sinn? The brain. Im Gehirn. In order for the brain to be healthy. Damit das Gehirn gesund sein kann. Which controls the whole body. Das ja den gesamten Körper dirigiert. The blood must be pure. Muss das Blut rein sein. Leviticus 17:11. 3. Mose 17, Vers 11. In order for the blood to be pure. Aber damit das Blut rein sein kann. The foods and drinks what we take in. Muss das, was wir aufnehmen, essen, trinken, must produce good blood, gutes Blut produzieren, to nourish every brain cell, damit jede Gehirnzelle genährt wird, that affects our thoughts, die Einfluss hat auf unsere Gedanken. So like 1 Corinthians 10:31 says, also wie es in 1. Korinther 10, Vers 31 heißt, whatever we eat, was immer wir essen, whatever we drink, oder trinken, do all to the glory of God, tun wir alles zur Ehre Gottes.
these last few slides. Diese letzten paar Folien. Character is simply thoughts and feelings. Was ist unser Charakter? Ist es die Summe einfach von dem, was wir denken und fühlen? Our destination. Unser Ziel, unser Schicksal is determined by character, wird bestimmt von unserem Charakter. Which is made from habits, und der entsteht aus Gewohnheiten. By actions that makes habits, und Gewohnheiten entstehen aus Taten. Which are thoughts. Und Taten entstehen aus Gedanken. Our eternal destiny, unser ewiges Schicksal, is determined the way we think, wird bestimmt durch unsere Gedanken. Let's go back to these closing texts here. Und zum Abschluss schauen wir nochmal diesen Text an. In Genesis chapter 2. In 1. Mose 2. Verse 19. God commanded Adam. Vers 19 sagt Gott zu Adam. Or gave him an assignment. Oder er gab ihm eine Aufgabe. He said, I'm going to let all these animals come before you. Er sagte, ich werde jetzt all diese Tiere an dir vorbeilaufen lassen. Now I want you to read what the Bible says. Und dann, was sagt die Bibel hier? Whatever you call these animals. Und wie immer du sie nennen wirst. That would be the name thereof. So soll ihr Name sein. Did Adam actually name the animals? Hat Adam tatsächlich den Tieren Namen gegeben? Was denken Sie? Are you sure? We got to finish. Are you sure? Sicher? So you believe that? I'm just asking a question as we close out here. Ich stelle jetzt zum Schluss nur diese Frage. Did Adam name the animals? Hat Adam den Tieren Namen gegeben? And you said sure. Und Sie haben geantwortet, ja, sicher. Well, someone says sure, yes. In the likeness of Christ. Okay. In the likeness of Christ. For my sake of time. Aus Zeitgründen. You can pick up Proverbs chapter 27. Sie können Sprüche 27 aufschlagen. No, not Proverbs 27. You can look at the book of Isaiah chapter 40, verse 26. Isaiah 40:26. Also, so let's wrap nicht Sprüche, this up. Sondern Jesaja 40, Vers 26. The Bible says. Die Bibel sagt. In Genesis 2. In 1. Mose 2. It said, whatever Adam called the animals, that was the name thereof. Wie immer Adam die Tiere benannte, so sollte ihr Name sein. When Adam saw a deer or a gazelle or any animal like this, he says, deer. Also als Adam jetzt hier so einen Bock gesehen hat oder eine Gazelle, da hat er gesagt, Bock. And God said, it is good, for that is what I would have called it. Und Gott sagte, ja, das ist gut, so hätte ich das nämlich auch genannt. And when Adam said elephant, und als Adam sagte Elefant, God said, that is good, for that's what I would have called it. Da sagte Gott, das ist gut, so hätte ich es nämlich auch genannt. When he saw leopard, und als er einen Leoparden sah, God said, that is good, sagte, for that is what I would have called it. Sagte Gott, sehr gut, so hätte ich ihn auch genannt. When he saw geese, und als er Gänse sah, Adam said, geese. Sagte er Gänse. God said, that is good. Und sagte Gott, sehr for gut. That is what I would have called it. Den Namen hätte ich auch gewählt. Eagle. Ein Adler. Whale. Wale. God said, Gott sagte, that is good. Sehr gut. For that is what I would have called it. So hätte ich ihn auch genannt. Ladies and gentlemen, meine Herrschaften, when God made the eagle, als Gott den Adler schuf, when he created the whale, den Wal, they were already named whale, eagle, geese. Da stand ihr Name schon fest. Adler, they were not Wal, named Gänse. Kitty and Joe and Bob. Sie wurden nicht Kitty oder Joe oder Bob genannt. They were already identified. Sondern sie waren schon identifiziert. Only thing Adam was doing, das Einzige, was Adam tat, was reflecting, war the mind, die Gedanke Gottes, of his creator. Die Gedanken seines Schöpfers nach Adam's mind and God's mind were one mind. Denn der Sinn Adams und der Sinn Gottes waren eins. Are you listening to me? Verstehen Sie? With this mind, mit diesem Sinn, God want to serve you. Möchten wir Gott dienen. A healthy mind, mit einem gesunden Sinn, also depends on a healthy body. Der hängt auch ab von einem gesunden Körper. For Daniel proved that. Das sehen wir im Leben von Daniel. He purposed in his heart. Und er hat sich im Herzen vorgenommen. Not to defile himself. Ich möchte mich nicht verunreinigen. With the king's meat or food. Durch die Nahrung des Königs. But it was not about food. Aber da ging es nicht um Nahrung. It was about honoring God. Es ging darum, Gott zur Ehre zu leben. How many here this morning? Wie viele heute früh hier? Like to say, Lord, I just want to stand for you and honor you in body,
mind and soul. Würden gerne sagen, Herr, ich möchte gerne für dich gerade stehen und dich ehren durch meinen Körper, durch mein Denken, durch meine Seele. Because I realize, denn weil mir klar ist, the joy of spending eternity with you, dass die Freude, die Ewigkeit mit dir zu verbringen, is more than all earthly possessions, mehr ist als alles, was die Erde bieten kann. And I want to just rededicate my life to you this morning. Und ich möchte heute früh einfach erneut mein Leben dir weihen. And if I have not given my life to you, und wenn ich mein Leben dir noch nicht gegeben because habe, I understand now, dann habe ich jetzt aber verstanden, that my mind, dass mein Verstand has been created to reflect your thoughts, geschaffen worden ist, um deine Gedanken nachzudenken. How many believe, wie viele glauben, that God can renew your mind, dass Gott unseren Sinn, unseren Verstand erneuern kann? Amen. Amen. If you are like me, want to just stand for Jesus and just say, Lord, help me to be faithful to that calling. If you want to do that, stand with me and we und have a word of prayer together. Sie das wollen, einfach aufzustehen, those zu sagen, who Herr, really say, Lord, I just want that mind hilf mir, to be clear, treu zu sein. Hilf mir, mich zu erneuern, meinen Sinn. I recognize that I am the temple of God. Ich erkenne, ich verstehe jetzt, dass ich der Tempel Gottes bin. And by your grace, und durch deine Gnade, I can finish this race, kann ich diesen Wettlauf auch zu Ende führen. Because my destination, denn mein Ziel is to spend eternity with you, ist, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. So the decision I make today, und deswegen soll die Entscheidung heute von mir, will determine how I stand tomorrow, bestimmen, wie ich morgen stehe. Let us pray. Wir wollen beten. Father God in heaven, Vater unser Gott im Himmel. First of all, we thank you in the name of Jesus. Zuerst wollen wir dir danken im Namen Jesu. For the inexpressible love that you have bestowed upon us. Für die unbegreifliche Liebe, die du uns geschenkt hast. Creating us in such a way, dass du uns so geschaffen hast, that these bodies, dass dieser Körper, becomes a dwelling place, zu einem Wohnort. For your thoughts, für deine Gedanken, and your feelings, und deine Gefühle. Father, help us to realize, Vater, hilf, dass uns klar wird, that you have power, dass du Macht hast, to transform our minds, unser Denken zu verwandeln, that our lives be fit for eternity, damit unser Leben bereit ist und vorbereitet wird für die Ewigkeit. Help us to understand, hilf uns zu verstehen, that we have need to cooperate with heaven, dass es nötig ist, dass wir mit dem Himmel kooperieren. In our Christian journey here on earth. In unserer Reise hier auf der Erde als Christen. Oh Father, give us victories. O Vater, gib uns Siege. Over those things that enslaves us. Von den Dingen, die uns versklaven. Whether it be food or drink. Ob das Essen oder Trinken ist. Whether it be our emotions. Ob das unsere Gefühle sind. Our attitudes. Oder unsere Haltung. Father, set us free. Vater, befreie uns. And give us thy Holy Spirit. Und gib uns deinen Heiligen Geist. And when you come in the clouds of glory, und wenn du in den Wolken des Himmels kommst, I pray that each one of us can look up and say, dann ist mein Gebet, dass jeder von uns aufschauen kann und sagen, this is our Savior, das ist unser Erlöser, whom we waited for, auf den wir gewartet haben. He will save us. Er wird uns retten. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.